Hallo und willkommen heute bei Warf wieder, diesmal alleine. Vielleicht Biolalu kommt dazu, ich kann es nicht sagen. Ich bin jetzt diesmal im Wasser, ich fange diesmal beim Schwimmen an und zwar beim Abbau. Ich habe wieder ein bisschen Offline weiter gespielt, um wieder ein bisschen einiges zu schaffen, um das Schiff zu vergrößern, um das Schiff ja schöner zu machen. Na gut, schön ist es. Liegt im Auge des Betrachters, aber es soll praktisch sein. Wenn es praktisch ist, muss es nicht immer gleich schön sein. Ja, so ist es nun manchmal. Na, auf jeden Fall fehlen mir Rohstoffe, deswegen muss ich jetzt jede Insel mitnehmen, die da ist, um quasi die, ja, Schrott zum Beispiel, ist ein Beispiel. Ich brauche Vogelnester, da brauche ich dazu die Muscheln und Federn. Und das ist ganz wichtig für Fleisch, Essen. Ja. Diesmal nehme ich auch die Steine mit. Weil ich habe ja nie Steine gesammelt, die habe ich immer nur aus den Kisten bekommen. Aber das ist irgendwie in letzter Zeit ziemlich wenig geworden. Ich habe auch einigermaßen viele Sauerstoffflaschen hergestellt jetzt, damit ich hier auch länger unter Wasser bleiben kann. Weil, wie man sieht, hier kriegt man einiges. Jetzt hat er auch schon wieder Hunger. So, nehme ich auch noch mit. Ich habe ja auch schon den dritten Haken bei dieser Mini-Insel verbraucht, weil diese Mini-Insel hat wirklich eine Menge Rohstoffe. Glaubt man gar nicht. Vor allem am Metallerz und so weiter. Ich bin ja schon das dritte Mal unten. Jetzt das erste Mal natürlich online, zweimal offline, je nachdem, wie man es nimmt. Und muss auf jeden Fall für die kleinen Inseln mehrere Haken bauen, weil in dem letzten Update bei Raft habe ich das Gefühl, ich habe jetzt nicht nachgelesen, dass diese Menge an Haken, oder diese Menge an Rohstoffen quasi sich vermehrt hat. Ja, ich glaube es zumindest habe ich das Gefühl, weil normalerweise war die Insel ist auch neu von der Bauart. Die gab es in der ersten Version von Raft nicht. Aber ja, zumindest ist das Gefühl da, dass hier mehr Rohstoffe da sind. Hier zum Beispiel wieder Metallerz. Obwohl ich habe ja schon, na jetzt nicht, aber schon 15 Metallerz hier rausgehauen. Offline natürlich. Und mal gucken. Heute nehme ich übrigens wieder mit dem alten Mikrofon auf. Aus dem ganz einfachen Grund, das alte Mikrofon ging ein paar Tage irgendwie nicht oder ein paar Wochen nicht. Jetzt habe ich es mal angeschlossen, nachdem das neue dran war. Und komischerweise geht es jetzt wieder. Ich bleibe dann lieber erstmal bei meinem alten, solange ich nicht mal habe. Hallo Bruce. Ja. Jetzt bin ich wohl schon wieder beim Schiff. Unten habe ich alles abgegrast. Ich bin jetzt einmal drumherum. Und Schatz habe ich nicht bekommen. Zumindest habe ich keinen Schatz. Ach, du Schande. Kein Schatz gefunden hier. So. Dann kann ich erstmal hoch abladen und so weiter und dann geht es auf die Insel. Gut. Holz, Plastik und Blätter habe ich mehr als genug. Und wie man hier sieht, muss ich schon in Ausweichkisten ja den ganzen Schrott hier auslagern. Und ja, weiß gar nicht, wohin mit dem Mist. Hier muss ich auf jeden Fall noch Holzplanken nachsetzen, deswegen haue ich das erstmal hier rein. Das sind so, ich habe hier schon mit mehrere Öfen und alles sehr vollgehauen, aber es, ja, es ist einfach zu viel. Es wird wirklich immer mehr von Zeit zu Zeit, was mich auch freut, weil ich hatte ja eine Zeit lang gar nicht. Und dann muss man das natürlich nutzen. Also ich hatte ja keinen Schrott mehr gehabt, wie man in der letzten Folge gesehen hat. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Schrott. Und an das bisschen Schrott ranzukommen, hat es wirklich wieder ewig gedauert. So.
Dann wo ist denn jetzt die? Ja, sorry, wenn man das hier so. Ich sehe mich selber nicht mehr durch. Da. Die Kiste brauche ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier die Axt. Die Axt noch, hey, das ist eine andere Frage. Ich schau mal nach, ob ich noch eine da habe. Nein, habe ich natürlich nicht. Was brauche ich für eine Axt? Habe ich alles da? Ein Bolzen. Gut. Wie viel Schrott? Zweimal Schrott. Ich weiß nämlich wirklich nicht, wie lange die Axt durchhält. So, viermal. Und wie viel von dem? So, haben wir auf jeden Fall schon wieder eine neue Axt. Und wieder einen großen Hunger, wie immer. Bei denen habe ich immer das Gefühl, der leidet unter Hunger. Ich muss ja mehrere große Kisten noch hinbauen mit Lebensmittel quasi unten, damit die Kochstationen auch belegt werden. Das ist wichtig, damit man nicht mehr die langen Wege hat, weil im Moment ist das Essen wirklich auf allen Etagen verteilt und das ist eine Katastrophe. Besonders bei Bionado, die nicht gerne im Spiel läuft. Ich glaube nicht, dass er es jetzt gehört hat durch Kinderzimmer und ja, Schlafzimmer? Nee, Kinderzimmer, Wohnzimmer. Oder wo auch immer die gerade sein mag, die Bionalu. Ich betone nochmal den Namen, aber sie hört mich ja wirklich nicht. Ah, sie hört nur die Hälfte. Okay, ist auch mal was. So. Holz ist immer gut. Das Holz, was ich jetzt finde, geht direkt in die Öfen. Weil. Wow. Die brauche ich jetzt ja nicht. Weil. Ja, hoch, hoch, hoch. Ach, da muss ich hin. Da war ich nicht. Aber ich bin voll. Ich muss erstmal wieder zum Schiff zurück und dann muss ich mich wieder wegtreiben lassen. Gut. Für die Blumen habe ich eine extra Kiste hier angelegt. Nur für Blumen. Das ist eine blaue Blume, weiße Blume. Das sind Samen, die haue ich gleich mit rein. Und gibt es noch mehr Blumen? Hier sind irgendwie. Oh, jetzt hat er schon wieder Durst. Also echt wirklich. Da. Das kommt alles da rein. Die Samen kommen, ich weiß nicht, wo ich die Samen jetzt reinhaue. Ich hau die jetzt auch erstmal hier rein. Sortiert werden muss eh nochmal. Und von daher macht es den Kohl hier nicht fett. Die blanken schmeiße ich gleich mal raus. Damit ich auch die nächsten Bäume quasi abhauen kann. Na, da ist ein Baum. Blumen muss ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Die nehme ich jetzt ab sofort mit. Weil ich kann. Mir ist jetzt nichts anderes darauf eingefallen. Na, einfach weil der Platz jetzt langsam da ist, den man braucht, um mehrere Sachen abzuladen. Ich muss nur die Kisten bauen und dann geht das schon. Habe ich die Insel jetzt leer gerotet? Ja. Die Insel ist erstmal leer. Die kleine Kabuchte. Ich weiß, dass hier unten ein Schatz war. Ich weiß nur nicht wo. Ich schwimme doch einmal hier rum. Weil bei der letzten Insel, die ich offline gespielt habe, die war die gleiche Bauweise. Da war auch ein Schatz. Aber ich weiß nicht wo.
So, Sauerstoff atmen. Vielleicht hier irgendwo. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist hier Metallerz. Ist immer ganz gut, wenn man eben nochmal einmal drumherum schwimmt, obwohl ich hier schon dreimal um die Insel geschwommen bin. Und jetzt finde ich immer noch Zeug, außer den Schatz. Bei der letzten Insel war einer. Aber ich glaube, hier ist wirklich keiner. Nö. Scheint nicht zu sein. Warum, wieso auch immer, ich weiß es nicht. Ja, aber hier scheint irgendwas zu sein. Nee, das war bloß eine optische Täuschung. Auch Waff kann enttäuschen. Nee, ich hatte es wirklich ja nicht auf der Insel. Das ist eine 0815 Insel. Und damit verabschiede ich mich auch von dieser Insel. Keine Lust mehr. Eine Insel, die mir keinen Schatz gibt, habe ich auch keinen Bock mehr weiterzugehen. Die ist einmal unfreundlich. Ja.